Hallo Leute, ich bin zwar wieder Stefan von Bulli Garage Flote. Wir haben Sonntagmittag und ich bin auf dem Weg nach Petershagen zum Autohaus Plömmels. Dort ist heute so eine kleine Oldtimer-Veranstaltung oder Zusammentreffen. Wetter ist nicht ganz so toll, es regnet ein bisschen. Ich hoffe aber, dass trotzdem einige Autos da sind. Problem, was ich bei meinem Auto entdeckt habe, im letzten Herbst ist mir das schon öfter aufgefallen, wenn ich gefahren bin und dabei Licht an hatte, dann ist manchmal das Licht in den Scheinwerfern heller geworden, dann wird ein bisschen dunkler geworden und auch die Instrumentenbeleuchtung wurde hell und dunkel. Ich habe mir jetzt ein billiges Voltmeter besorgt, habe das hier eingebaut und kann jetzt sehen, dass wirklich die Lichtmaschine irgendwie spinnt. Ich hoffe, es ist nur der Lichtmaschinenregler, denn teilweise habe ich hier 13,7 Volt, was ja in Ordnung ist, aber manchmal geht das Ding hoch auf über 18 Volt, was da natürlich nicht passt. Ich versuche euch das mal gerade zu zeigen. Im Moment ja, haben wir wieder viel zu viel Dampf drauf. Ich versuche mal, ob ich das jetzt erwische. Hat natürlich letzten Endes zur Folge, dass dann irgendwann auch die Batterie kocht, die ganze Säure rausgeht und ich dann hinten Kloppen habe für die Zündspule und für alle anderen Sachen, für Glühbirnen und sowas, ist das natürlich auch nicht toll. Ja, muss mal sehen. Ich habe schon mit einem Menschen gesprochen, der bei Bosch lange Zeit gearbeitet hat. Er sagte, Lichtmaschine sei nicht sehr robust, mach erstmal nur den Regler neu. Da müsste man auch einen eingebauten Motorzustand drankommen, also nicht Motor ausbauen, sondern man müsste es auch so hinkriegen. Ich hoffe, das passt dann auch. Ich halte euch auf dem Laufenden. War ja klar, dass ich einen neuen Lichtmaschinenregler brauchen werde. Den habe ich bei meinem Kumpel Thomas bestellt. Sonntagabend bestellt. Heute hat er mir mitgebracht von der Arbeit, konnte ich mir eben abholen. Hier ist das gute Stück. Dann will ich mal sehen, dass ich das Ding noch eingebaut kriege. Damit ich auch auf jeden Fall jetzt am Wochenende zum VW-Veteranentreffen fahren kann. Hier am großen Weserbogen in Porta Westfalica ist ein Treffen. Und dann muss das Ding ja auf jeden Fall für den 1. Mai in Hannover fit sein. Der sieht ja ganz schön dreckig aus. Heidewitzka. Das war ja recht einfach. Und jetzt hier im Windflug die kleinen Löcher wieder zu finden, ist nicht so einfach.
ist die Strategie mit dem Käfer ja deutlich einfacher. Wir können die Motorhaube aufmachen, abschrauben und können da von oben reingucken. Und so einer macht das hier im Blindflug. So, 10 Minuten später haben wir sie dann doch jetzt alle angesetzt. Habst du da irgendwie reingefummelt? Das sind wenigstens jetzt alle drei erstmal angesetzt, das kann ich so festmachen. Und dann kommt gleich sicherlich nochmal die spannende Aufgabe, die blöde Haltestelle da zusammenzukriegen. Jetzt können wir mal gucken, was er sagt. Im Leerlauf immer 13,8 Volt, weiß nicht, ob ihr was richtig sehen könnt. Muss ich jetzt gleich mal Probefahrt machen, wie er sich dann verhält. Bis jetzt toi toi toi, sieht ziemlich gut aus. Der Regler hat noch nicht einmal wieder rumgesponnen. Ja, der Lichtmaschinenregler, den habe ich jetzt mittlerweile ungefähr 2 Tage getestet. Immer mal wieder auf kürzeren Strecken, aber auch mal auf einem längeren Stück. Bis jetzt hat er ohne Schwierigkeiten funktioniert. Nächstes Video, was ich so mir gedacht habe, ist jetzt der kommende Sonntag, 22. April. Da ist ein VW-Audi-Treffen hier am großen Weserbogen in Porta Westfalica. Und ich denke, da werde ich sicherlich einiges an Material zusammenkriegen, was ich dann auch bei YouTube reinstellen werde. Und ja, natürlich freue ich mich über ein Abo, einen Daumen hoch und wenn ihr meine Videos schaut. Alles klar, macht's gut, bis dann, ciao!